Ende der 90er entwickelt Shigekaka Kurita die ersten Emojis für einen japanischen Telekommunikationskonzern. Damals ahnt noch niemand, dass seine 12x12 Pixel großen Symbolbildchen die Art und Weise, wie wir uns Nachrichten schreiben, radikal verändern wird. Heute, durch den Erfolg von WhatsApp, sind die bunten Nachfolger seiner Piktogramme überall. Und mancher sieht in Emojis bereits eine neue Welt- und Universalsprache. Der Designdozent Nuri Ovic aus Bremen gehört nicht dazu. Er ist mit den vorhandenen Emojis unzufrieden und arbeitet deshalb mit seinen Studierenden an neuen Bildchen. Es gibt so circa 700 Emojis, sehr, sehr, sehr viele, die halt verschiedene Lebenslagen beschreiben, aber fast alle lieblich. Also da wird eine Kuh abgebildet oder eine Tiger und so weiter. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber vielleicht bestimmt für Bauern ist das bestimmt ganz gut, Kühe hin und her zu verschicken, weiß ich nicht. Aber die Arbeit von Ovic und seinen Studierenden gestaltet sich schwieriger als gedacht. Denn auch durch noch so liebliche Emojis lassen sich nicht alle Fallstricke interkultureller Kommunikation umgehen. Und das ist, glaube ich, was ich eigentlich ganz schön finde, so italienisch, und das hat sich auch in Deutschland so durchgesetzt. Perfekt, super, astrein. Ich glaube, in Bulgarien und in Brasilien ist schwul damit gemeint. Klar gibt es auch genug Piktogramme, die international problemlos verstanden werden. Einzelne Begriffe etwa wie Flugzeug zum Beispiel. Ganze Sätze aber, die zur komplexen Beschreibung einer Situation notwendig sind, geben die Emojis nicht her, erläutert der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic. Das heißt, wir können natürlich ein Flugzeug ersetzen in einem Satz, das Wort Flugzeug ersetzen durch ein Bild von einem Flugzeug. Aber es ist sehr viel schwerer, zum Beispiel das Verb warten durch einen Emoji zu ersetzen, weil das eben ein Zustand ist oder eine Tätigkeit, die wir ausüben, und die kann man schlecht darstellen. Die bunten Bildchen sind so etwas wie der Hashtag der Smartphone-Kommunikation. Sie ergänzen eher Kontext zu einem Text, als dass sie diesen ersetzen könnten. Eine Nachricht wie "Gleich geht's los" mit einem kleinen Flugzeug-Emoji macht deutlich, dass sich jemand an einem Flughafen befindet und gleich in ein Flugzeug steigt. Aber manchmal ist ein Emoji doch mehr als einfach die bildliche Entsprechung eines beliebigen Gegenstandes. Etwa das lachende Gesicht mit den Tränen in den Augen, wie es das Oxford Dictionary kürzlich in Großbritannien zum Wort des Jahres gekürt hat. Denn durch einfaches Drücken auf den Touchscreen lässt sich mit diesem Emoji eine hochkomplexe Emotion ausdrücken. Erhard Bohr vom Verein Deutsche Sprache überzeugen aber nicht einmal solche Emojis. Denn um als echte Sprache funktionieren zu können, gibt es in seinen Augen schlicht und einfach zu wenig brauchbare Emojis. Ja, das ist so eine Spielerei, denke ich. Und was dabei rauskommt, letzten Endes vielleicht bleiben 5, 6 oder 10 Zeichen, die dann irgendwann mal breiter bekannt sind. Und wenn das der Fall ist, dann ist das so. Nuri Ovic ist überzeugt, dass sich der Zeichensatz weiter vergrößern muss, damit sich das Emoji-Alphabet durchsetzen kann. Dann müssten aber auch die Geräte größer werden, um mehr Emojis auf einen Blick anzuzeigen. Denn aktuell müssen Nutzer sich noch merken, wo welches Emoji auf ihrer Tastatur liegt. Bei 700 Bildern ist das schwierig, bei 7000 fast unmöglich. Deshalb ruht die Hoffnung von Nuri und seinen Studierenden auf Zusatztastaturen, die man sich zum Beispiel über den App Store kaufen kann. Aber auch daraus resultieren neue Probleme. Die kosten nämlich was, die muss man kaufen, das ist auch der Haken. Aber de facto rein theoretisch möglich, dass man halt unsere Emojis oder Piktogramme, sage ich mal, integrieren kann und sie nutzbar machen kann. Sinnvoll ist das aber natürlich nur, wenn Sender und Empfänger über die gleiche Zusatztastatur verfügen. Es scheint also auch in der Zukunft so zu bleiben. Emojis eignen sich vor allem für Nachrichten an Menschen, die man schon ziemlich gut kennt. Und alle anderen tippen im Zweifelsfall aneinander vorbei.